Leute, herzlich willkommen zurück auf einer Reaction. Heute reagieren wir auf die Fortnite-Montage. Lasst ein Abo da, ne? Ich kann mich selber nicht abonnieren. Schade ist. Wir haben auch die 28 Abonnenten geknackt. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Kommentare wurde auch heftig geschrieben. Darauf werde ich dann noch eingehen. Ich habe auch auf eigentlich so gut wie eigentlich allen beantwortet, außer den hier. Oder nee. Ja, nee, da habe ich nicht geantwortet. Also, normalerweise habe ich immer alles geantwortet. Ich freue mich. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und go. Also, kennt einige von euch schon. Und ich sag euch, das war sehr viel Aufwand, die zu schneiden. Also würde es mich freuen, wenn ihr positive Bewertungen da lasst, den Kanal abonniert. Ich habe auch gesehen, dass 63,4% diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Was ist hier los? Und ich stecke sehr viel Aufwand in meine Videos, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr abonniert und liked. Es geht auf jeden Fall weiter. Also jetzt muss ich ganz ruhiger anfangen. Wie soll ich sagen? 45 Minuten Rohdatei. Komplett, also ohne die ganzen Cuts. Ich habe auch Fails drin gehabt, aber habe ich alle rausgekartet. Ne? Will man ja nicht in der Montage. Und Slow-Motion-Effekte sind drin. Also bisher auch eigentlich einer der neuesten Videos und 40 Aufrufe. What? Und es ist der 9. Und heute ist der 19. Vor 10 Tagen habe ich es gemacht und 40 Aufrufe. Das bedeutet schon eigentlich sehr, sehr gut eigentlich. Ja. Also ganz ehrlich, war jetzt auch nicht mein Favoriten-Clip. Es gibt noch einen anderen. Ich habe auch schon die nächste Montage angefangen zu schneiden. Ist aber längst nicht fertig, weil die Clips noch nicht da sind. Aber wird vielleicht sogar länger. Viel länger als 2 Minuten. Da fängt es jetzt an. Nach 27 Sekunden Video fängt es erstmal richtig an. Ist auch einer meiner Favoriten, also. War gut. Das war eigentlich so ein Clip. Der ist jetzt nicht so viel drin hatte. Also ich wollte erstmal bauen, aber ging nicht. Aber es hat alles nicht so funktioniert, aber wenigstens habe ich ihn dann noch gekillt. Das ist auch einer meiner Lieblingsclips. Also wenn ich dann runterfalle, Headshot. Und dann bauen. Das war, bevor ich ein Minecraft-Video gemacht habe. Also, genau das weiß ich. Das ist das Video, was dann als nächstes kommt. Dann das vorher nächste, das nächste Video habe ich mir jetzt auch schon vorbereitet. Aber Spoiler dazu am Ende. Im Ernst? Also eigentlich habe ich jetzt zu viel gelabert. Wir gehen nochmal hier hin. Den Clip, den kennen wir ja schon. Bla bla bla. Schnell vorspulen. Nee, nee. Da hätte ich eigentlich einen guten Schuss geben können. Aber warum habe ich es überhaupt nicht gemacht? Keine Ahnung. Nee, ich war auf einer falschen Waffe, oder? Also gerade ist die Qualität auch kacke. Wartet mal. Das liegt daran, weil ich sehr viele Tasks gerade gleichzeitig offen habe. Ich bin hier auch dabei. Nicht so viel. Ich habe hier Minecraft am Start beim Laufen, Discord, Schnittprogramm und ich mache jetzt einfach mal nebenbei, okay? Also nicht wundern. Jetzt ist die Qualität einfach viel besser. Okay, jetzt war ich ein relativ guter Kill. Warum habe ich überhaupt da Münzen bekommen? Also, die haben mir gar nichts gebracht, aber egal. Ich will jetzt so mal sagen, jetzt brauche ich mir ein Intro machen, wenn er mal einen YouTube-Kanal hat. Und das soll Sniper-Profi sein. Und da habe ich mir überlegt, also da beim Schneiden habe ich mir überlegt, uff. Beste Ding, übrigens, die war kostenlos bei einem Set. Aber schon vor längerer Zeit. Also. Wir gehen durch. Das war der langweiligste Clip bisher. Hab ich einfach angespoilt. Da habe ich ihn gekillt. Und danach habe ich direkt nochmal gekillt. Aber mit Headshot. Das check ich nicht warum. Jetzt kommt Super Otto. Den kennt ihr nicht. Kommt vielleicht irgendwann in einem Video. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Hier habe ich gebaut, dass er nicht rüberkommt. Und da habe ich ihn gekillt. Das war eigentlich auch mein Plan, das zu machen. Dann, nächster Cut. Ja, hier ist er wieder. Ich wollte eigentlich
Kann ich den Schaden machen? Ich wurde gesniped. Ich glaube von meinem Bruder. Was können wir vielleicht sehen? Ja, das ist langweilig. Ja, ja, ja. Wo ist denn der? Ach, der chillt da drin. Nee, da oben. Hier sieht man es vielleicht ganz leicht. Ist aber schon auf HD. Kann ich erkennen in dem Bild. Ja, ich von hier oben runter. Da kann ich ihn easy klippen. Ich sag mal so, es war auch einer meiner Favoriten hier. Okay, ich sag mal so, auch mit Brain zu tun. Da habe ich erstmal checken müssen, dass es sich halt, aber ich wollte mir erstmal nachladen. Ja, jetzt kommt's. Zweite Lied. Übrigens, die Musik habe ich nicht von der Twitch geklaut. Ich habe ihn auch in Discord gefragt, aber weiß es nicht. Und okay, ich schaue gerade auf meinem Bruder-Bildschirm. Der platziert einfach einen Kreativmodus Dropstone. Ja. Auch wenn du es eigentlich gar nicht darfst, nur zur Info. So. Ja. Ich habe es auch nicht genommen. Ich habe es mir selber herausgesucht, wie die Musik heißt. Ich habe einfach nur Montage-Lieder eingegeben. Es war auch schon, bevor ich die Clips gemacht habe. Aber die nächste wird noch viel besser. Da gibt es aber einen Spoiler am Ende. Aber bitte nicht vorspulen. Warum habe ich es nicht geschafft? Ich hätte. Also, ich drücke mal direkt ab und hoffe, dass der Dings zielt und trifft. Aber. Und da habe ich hier gerade auch, wie man gesehen hat. Hier. Oh. Ja, mit meinem Flash hat man es gesehen. Ich spule nochmal zurück. Man hat auf jeden Fall gesehen, damit ich hier unten hingeschossen habe. Er ist in den Schuss perfekt noch reingesprungen. Und ich fand, also war alles zufällig. Und dass nach dieser Szene zu der Szene gewechselt hat, aber dann direkt auch noch die Musik ein bisschen ärscher wurde. Ich hätte ihn eigentlich snipen können. Das wäre nicht besser gewesen, aber egal. Das ist der letzte. Leider ist die Montage jetzt auch nicht so lang, ne? Zack. Habe ich ihn erstmal nicht gehittet und das war es eigentlich schon. Und wie es bei der Montage endet, endet es auch mit diesem kleinen Video. Das war einfach mal zwischendurch. Mir tut es auch leid, dass ich so lange kein Video gemacht habe. Es liegt auch daran, weil ich eigentlich ein paar Tage lang für ein anderes Video reingesteckt habe und noch ein Video gemacht habe. Und dazu jetzt gebe ich jetzt noch einen Spoiler. Einmal, ich habe einen Auftragskühlshop in Craftatec gebaut. Und zweitens, ich habe Java-Edition schon getestet. Aber es seht ihr in den nächsten Videos. Ich will darauf jetzt noch nicht so groß eingehen. Und darum sage ich ciao und wir sehen uns bei der nächsten Folge.